Ausgabe 217. Ja, also erzählt davon, wie er eben proaktiv sein Netzwerk aufgebaut hat. Er ist an Industrieveranstaltungen gegangen, Kongresse, und hat sich zum Ziel gesetzt, immer eine bestimmte Person kennenzulernen und dann mit der zu reden. Okay. Kontakt austauschen. Und das habe ich zu Beginn meiner Karriere als Rhetoriktrainer auch gemacht. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top-Trainer-Tipps aus den USA. Hallo Bruno. Herzlich willkommen, Thomas, zum neuesten Danke. Podcast aus den USA. Top-Trainer-Tipps aus den USA. Und die haben ja super Speaker wieder eingeladen. Heute ganz eine persönliche große Marke hier, nämlich der Harvey McKay. Ja. Thomas, Harvey McKay, du hast gesagt im Vorgespräch, sei ein super Speaker. Warum ist ein super Speaker? Ist er sehr ein renommierter Redner? Ja, der Mann ist schon sehr erfahren und du lachst. Vor etwa 40 Jahren war ich am Flughafen in Florida. Da habe ich dieses Buch hier gekauft. Okay. Und es ist von Harvey McKay. Ei, ja, ich sehe es gleich. Oh, wow, wie cool ist das? Und das Ding heißt How to Swim with the Sharks Without Being Eaten Alive. Ja, also schwimmen. Also wie schwimmt man mit den Haien, ohne lebendig am lebendigen Leib gefressen zu werden? Das ist ja cool. Ja, Okay. Und das ist auch wirklich ein gutes Buch. Und ich meine, das hat wesentlich zu seinem Durchbruch dann als Speaker beigetragen. Also von wegen Autorität kommt von Autor, so wie wir es in der German Speakers Association gelernt haben, ein ganz wichtiger Faktor. Dieses Buch hat mir so gut gefallen, dann habe ich dieses gekauft. Auch von Harvey McKay. Ja, wow. Sharkproof. Also wie wird man so, dass man sich von den Haien nicht fressen lässt? Ja. Und Achtung, alle guten Dinge sind drei. Tada! Nochmal eins von Harvey McKay. Das ist ja cool. Ja. Beware of the man, the naked man who offers you his shirt. Also nimm dich in Acht vor dem Mann, der keine Kleidung trägt und dir sein Hemd anbietet. Wow, das ist cool, das ist cool. Geht es so ein bisschen um Verhandlung. Und Ja. die Bücher sind voll so kleiner Anekdoten, Mhm. die er natürlich ideal dann in seine Reden einbauen kann, in seine Keynotes. Und die sind irgendwo zwischen einer und fünf Seiten. Und da erzählt er von einer bestimmten Begebenheit, die im Geschäftsleben nützlich sein kann. Und da Okay. hat man dann was dazugelernt. Ja, genau. Und heute geht es genau ein bisschen auch um das Thema Netzwerken. Also er hat ein gutes Buch, drei Bücher geschrieben, mehrere Bücher. Ich glaube, ich habe von ihm auch ein Hörbuch schon gehört im Rusch Verlag. Wenn ich das jetzt in richtigen Erinnerung habe, auch sehr positiv, mega coole Dinge. Und er hat im Buch, wenn ich mich richtig erinnere, die Idee gehabt oder die Frage gestellt, warum machen alle beim Bus vorne, hinten, Seite Werbung, aber niemand auf dem Dach, weil die Menschen schauen immer aus dem Fenster raus. Und warum hat es keine Werbung auf dem Dach des Busses? Das glaube ich von ihm. Und das finde ich mega cool. Und er hat ja, das ganz funktioniert insbesondere dann, wenn es mehrstöckige Häuser gibt in der Stadt. Ja, natürlich, sonst macht es keinen Sinn. Nein. Also ich denke jetzt an Florida, da war ich in Clearwater, das höchste Haus hatte 6 Stöcke und das war weit und breit das einzige. Aber Okay. natürlich in New York oder sonstigen Großstädten, möglicherweise auch in Downtown Miami oder so, macht das sehr viel Sinn. Und dann der Body Shop hat das dann auch umgesetzt. Die haben Oh. dann auf ihren Lastwagen, ihren Lieferwagen oben den Namen der Firma draufgeschrieben, sodass eben, wie du sagst, diejenigen, die aus dem Fenster rausschauen, sehen, von wem ist dieser Lastwagen. Und da hatten sie dann, wenn man so will, zusätzliche Gratiswerbung. Ja, vielleicht haben Sie ja das Buch von ihm gelesen. Aber er schreibt im Prinzip jetzt auch, oder im heutigen Podcast geht es ein bisschen ums Netzwerken, warum das wichtig ist, was sind die Grundlagen und auch warum nicht nur bloß Visitenkarten sammeln. Ja, ich glaube, wie viele, wenn du irgendwo in Netzwerken gehst, die mit einer Visitenkarte, danke, legst sie ab, vergisst den. Aber warum ist denn das wichtig, sagt er, wie baue ich da langfristige Beziehungen auf? Ja, so, er sagt, es ist wichtig, dass du versuchst, authentische Beziehungen aufzubauen, die dann eben aber auch pflegst. Weil, wie du schon sagst, oder, die Visitenkarte ist zwar mal wichtig, weil dann hast du ja den Kontakt. Dann kannst du dich per LinkedIn verbinden oder wie auch immer, oder du kannst die Person mal anschreiben, anrufen.
Das ist schon auch wichtig. Es ist ja manchmal so, oder du triffst jemanden, denkst, die wäre noch interessant gewesen, und dann so, wie hieß die nochmal? Ja, und dann ist natürlich die Visitenkarte schon hilfreich. Aber du Ja. sagst es richtig, wenn ich sie einfach nur weglege und damit dann nichts tue, dann ist das ein Kardinalfehler des Netzwerkens. Wer ist eben ein erfolgreicher Netzwerker gewesen oder immer noch? Und deshalb hat er so viel geschäftlichen Erfolg gehabt. Okay. Diese Verbindungen, diese Personen, die man kennenlernt, die muss man dann eben auch pflegen, weil sonst gehen sie verloren. Und Aha. hier in diesem Podcast geht es darum, wie mache ich das, wie bin ich erfolgreich in Netzwerken unterwegs, respektive wie baue ich auch so eines auf. Und er ist ja ein Typ, der auch relativ aktiv auf die Leute zugeht, so wie ich das Ja. jetzt rauslese. Und das ist auch ein bisschen ein Tipp, oder einfach auch nicht im Ecken stehen und warten, bis dich mal jemand anquatscht oder so, sondern selber Richtig. aktiv werden, oder? Richtig, und dass du dir, bevor du an einen Netzwerkanlass gehst, Ziele setzt. Ah. Ja, dass du dir überlegst, okay, wer geht da alles hin? Oft ist es so, dass du schauen kannst auf einer Teilnehmerliste, wer wird da alles sein und mit wem will ich denn reden? Ja, also du bist in einer bestimmten Branche unterwegs und da weißt du schon, welche Pappenheimer da auftauchen. Ja, weil die gehen alle dahin. Aha. Ah, oder bei der GSA, wenn ich an den Jahreskongress gehe, dann weiß ich auch schon, also mit großer Wahrscheinlichkeit werden so, so und so dabei sein, und dann will ich mit denen dann ein Gespräch führen. Also setzt die Ziele, wenn ja, dann suchst du dir die raus und lässt das dem nicht dem Zufall, überlässt es nicht dem Zufall, dass du diese triffst und mit ihnen sprichst. Es hat ja so Kundenverständnis Schlüssel, aber bevor wir auf diese eintauchen, ist es vielleicht auch wichtig, was ist das Verhalten? Was ist wichtig, um Kontakte aufzubauen? Wichtig ist, dass du das Vertrauen deines Gegenübers gewinnst. Und das machst du, indem dass du ehrlich bist, indem dass du zuverlässig bist. Also wenn du was zusagst, dann hältst du es ein. In dem Sinn sind das so grundlegende Verhaltensweisen, die mindestens mir schon von Vater und Mutter in die Wiege gelegt wurden. Aber ich denke, und deshalb für mich selbstverständlich, daher kommen aber manche, nehmen das nicht so ernst und so, ja, wir schauen dann mal. Und da ist auch wichtig, wenn ich das ergänzen darf, dass du ein bisschen dekodieren kannst. Also ich war ja lange Zeit in den USA. Ich habe da auch bei meiner Tante gewohnt, dort studiert eine Zeit lang, war dann auch drüben für ein Praktikum, um zu arbeiten. Und dann erkennst du so gewisse, ja, Codes, wenn du so willst. Und wenn der andere sagt, we'll stay in contact, also wir bleiben in Kontakt, dann weißt du, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Das ist einfach eine nette Formel, so wie auf Wiedersehen sagen. Und dann auf Wiedersehen würde auch bedeuten, man wird die Person wiedersehen. Aber Ja. vielfach ist das ja nicht der Fall. Und von daher, wenn ich dann wirklich auch was vereinbare, dann muss ich es einhalten. Und das schafft Vertrauen. Ich hatte gerade gestern jemanden, der einen Hobbyraum von mir gemietet hat. Der hat ihn zurückgegeben, er hat jetzt was anderes gefunden, hat gekündigt. Und als ich in diesen Hobbyraum rein bin, er hat mir den übergeben, zurückgegeben, du, der sah aus, oder er sieht aus, wie wenn er ihn nicht benutzt hätte. Wow, Sensationell! das ist super. Solche Mieter habe ich gerne. Ja, also weißt du, jemand, der zu den Sachen, die nicht ihm gehören, Sorge trägt. Ja. Und genau mit solchen Leuten arbeite ich gerne zusammen. Also Das heißt nicht, Vertrauensaufbau. dass man sich total verstellen soll, sondern man darf auch gerne authentisch bleiben, aber bitte nicht authentisch unzuverlässig. Okay, er spricht also Vertrauen, er spricht über Mehrwert für andere schaffen. Und wie mache ich denn das jetzt, Mehrwert für andere schaffen? Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das Mehrwert für andere schaffen heißt, also wenn du in einem Netzwerk dann aktiv wirst, geht es primär mal darum, dass du anderen versuchst zu helfen. Es geht nicht primär um dich. Ja, du musst erst was reingeben, bevor was rauskommt. Und hier legt er eben da stark den Fokus drauf. Also dann versuch zu überlegen, was könnten denn andere von dir profitieren? Woran könnten die Freude haben? Also das kann eine Buchempfehlung sein, oder ich erinnere mich, du, Bruno, hast mir vor Jahren mal nach einer Aufräumaktion in deinem Büro einen Artikel über mich geschickt, Ja. den du in einer Zeitschrift gefunden hast. Also, hey, Thomas, schneide ich aus, hast du es in einen Briefumschlag reingelegt und hast ihn mir geschickt. Ja, super, hatte ich doch Freude.
Ja, genau, schön. Ja, Oder? schön, dass du es Also, bemerkst. was kannst du Gutes mir tun? Also, jetzt in deinem Fall oder in meinem Fall, was kann ich anderen Gutes tun? Es geht um das, dass ich versuche, erstmal etwas anzubieten und andere zu unterstützen. Das Okay. schafft Vertrauen. Dann kommst du irgendwann mal auch in die Situation, dass, wenn du was brauchst, kannst du sogar danach fragen. Ja, und die Leute werden da großzügig bereit sein, dann auch dir zu helfen. Und das ist Ich ja glaube, das das ist. Schöne auch gerade in der German Speakers Association. Die hat das übernommen von der National Speakers Association. Also wir versuchen einander zu helfen, nicht hier ellbogenmäßig zu versuchen, ah, ich kriege den anderen raus, sondern wir überlegen, wie können wir als Community, wie können wir als Speaker so unterwegs sein, dass der Kuchen größer wird, sodass der Kampf ums einzelne Stück in dem Sinn fast schon wegfällt, weil es hat einfach mehr zu verteilen. Ich wollte es gerade sagen, ist genau so, die GSA oder auch andere Vereinigungen, wo man sich gegenseitig unterstützt, ist einfach enorm wertvoll, um eben zusammen ja, groß und stark zu sein, so quasi. Er hat jetzt Kundenverständnis als Schlüssel zum Erfolg erwähnt. Das sind Methoden, die er für uns hier aufnotiert hat, aufgesprochen hat. Was ist denn wichtig? Bedürfnisse, Wünsche der Kunden natürlich zu verstehen, das ist klar. Was hat er denn hier beschrieben? Was können wir von ihm lernen? Also er hat jetzt hier verschiedene Tipps. In einem seiner Bücher, wenn ich kurz ausholen darf, gibt es den sogenannten Mackay 66. Okay. Da hat er einen Fragekatalog von 66 Fragen. Hi. Das ist einem von diesen Büchern drin, ja, das ich da habe. Und da versucht der Verkäufer, wenn er auf einen potenziellen Kunden und einen bestehenden Kunden zugeht, sich diese zu beantworten. Ja, und man muss jetzt ein bisschen aufpassen mit diesem GDPR oder DSGVO, was man da darf und was nicht. Jetzt in den USA wird das alles ja auch ein bisschen lockerer gesehen. Auf alle Fälle geht es dann so um Dinge wie, ja, mag dieser Kunde American Football? Wie viele Kinder hat er? Was mögen die? Was macht die Frau? Ja. Und dann beispielsweise kann dann eben der Verkäufer sagen, oh, weißt du was, ich hatte hier Gelegenheit, an zwei Tickets zu kommen in der, keine Ahnung, Loge des Fußballclubs Zürich. Und also in seinem Fall dann in den USA. Aber analog übersetzt jetzt für unsere Gefilde. Und dann, ich kann da gar nicht hingehen oder ich will hingehen, aber mit ihm. Dann schreibe ich dem und sage, hey du, ich habe da noch ein Ticket, willst du mitgehen? Also in der Art, dass ich weiß, was den Kunden Freude bereiten würde. Und natürlich auch im Hinblick auf das Geschäft. Ja? Was brauchen die? Und jetzt, um zu erfahren, wie es dem anderen geht, was der für Wünsche und Bedürfnisse hat, muss ich natürlich mit ihnen reden. Ja, klar. Also da sind Kundengespräche wichtig, da ist Feedback wichtig. Da mache ich ein Social Media Monitoring. Ja, Okay. also empfiehlt zu schauen, was posten die, was liken diese potenziellen Kunden oder bestehende Kunden. Ja, wo sind die unterwegs? Worauf kann ich eingehen? Was könnte ich denen erfüllen? Also in den sozialen Medien werden auch manchmal Fragen eingestellt. Ja, also wie würdest du damit umgehen? Oder hast du eine Empfehlung? Und dann klar, dann springst du auf diesen Zug und sagst, ja, hier, ich habe damit gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen gemacht, was auch immer, und teilst deine Erfahrung, sodass die andere Person auch wieder profitieren kann. Dann, wir haben es schon in mehreren Episoden gehört. Und angesprochen ist, dass du ein CRM-System nutzt, damit du dir diese Informationen elektronisch ablegen kannst. Im Idealfall, und ich weiß, es ist nicht bei allen so, und bei mir ist es derzeit auch nicht mehr so, weil leider hat dann das neueste Betriebssystem das nicht mehr zugelassen. Wenn jemand anruft, wenn ich einen Inbound-Call habe, hat früher mir sofort die Software bling, die Nummer übersetzt in den Kunden. Dann wusste ich genau, wer anruft. Ach super, Dann dann konnte ich ja. abnehmen und sagen, ah, grüezi, Herr Meier, ja, wie geht's Ihnen? Ja, und wenn du so willst, auf dem Mobiltelefon, wenn ich das abgespeichert habe, geht das auch. Aber im CRM, wenn man das entsprechend eingerichtet hat, ist es natürlich noch viel besser, weil du dann auch noch zusätzlich siehst, ah, was habe ich mit dem besprochen beim letzten Mal? Wie viele Aufträge hatten wir da schon für die erledigen dürfen? Ja, ist der Fußball interessiert? Also eben war doch die Europameisterschaft des Fußballs.
ja, in Deutschland. Und wenn der interessiert ist, kann man natürlich dann so das Gespräch eröffnen und sagen, ah, haben Sie das Spiel auch gesehen zwischen so und so und so und so, oder? Je nachdem, wofür der da Fan ist, oder was hielten Sie dieses Mal vom Ronaldo, oder ja, was auch immer, ja? Jan Sommer oder Shaqiri oder was meinen Sie? Und dann kann man diese Themen ansprechen, die den anderen interessieren. Und dadurch gibt es eine viel stärkere Verbindung, das Vertrauen steigt. Und da, ja, spricht man dann fast schon wie unter Freunden. Meist Dann schneller drauf. empfiehlt Harvey, dass man dann die Daten analysiert. Da ist es natürlich nützlich, wenn man ein bisschen Daten hat, also eine kleine, bestimmte Datenmenge. Also wenn ich nur zwei Kunden habe, eben, ist ein bisschen schwierig. Aber irgendwo über die Jahre hinweg habe ich dann schon eine Anzahl an Daten und dann kann ich die analysieren. Und dann gibt er auch den Tipp, Kunden-Communities und Foren mitzuverfolgen, weil dort werden wichtige Themen einer Branche besprochen, sei es, weil vielleicht im rechtlichen Bereich ändert etwas, ja, in der EU wird ein neues Gesetz eingeführt und machen jetzt die Schweizer mit oder nicht. Aber auch wenn ich in Deutschland sitze, ist ja klar, oder? Die EU macht jetzt was und zieht da Deutschland mit, mein Bundesland, meine Gemeinde, was passiert da, was passiert in unserer Branche? Da gab es den Dieselskandal, ah, was bedeutet das für mich oder was bedeutet das für die Kunden? Und je nachdem entstehen da wieder ganz neue Möglichkeiten, die Kunden auch anzusprechen und zu bedienen, also mit einer Dienstleistung oder einem Produkt. Also wenn du nur zwei Kunden hast, dann brauchst du dann auch kein CRM. Aber es ist natürlich schon so, das Pflegen des CRMs ist enorm wertvoll, sehr wichtig, dass ich eben dann auch in diese Notizen schauen kann. Mega wertvoll, was er hier gesagt hat. Ich weiß, dass er praktische Beispiele erzählt hat. Und ich glaube, uns bleibt solche Geschichten natürlich viel besser in Erinnerungen, wenn er praktische Beispiele erzählt, wie du jetzt von deiner Tante in Amerika, sind dann noch Geschichten, die wir uns sehr gut vorstellen können. Also im Laufe des Gesprächs hat er konkrete Beispiele genannt. Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, also er erzählt davon, wie er eben proaktiv sein Netzwerk aufgebaut hat. Er ist an Industrieveranstaltungen gegangen, Kongresse und hat sich zum Ziel gesetzt, immer eine bestimmte Person kennenzulernen und dann mit der zu reden. Ja, Okay. Kontakt austauschen. Das habe ich zu Beginn meiner Karriere als Rhetoriktrainer auch gemacht. Ja, ich bin an Vorträge gegangen, der vorne stand. Zum Schluss hat dann normalerweise erlaubt, dass man dann auf ihn zuging und Fragen stellt. Ja, dann bin ich immer zugegangen, zu denen gegangen und habe gesagt: Oh, Sie jetzt durch meine Deformation professionell, also meine Sichtweise als Rhetoriktrainer, ist mir das eine oder andere aufgefallen. Hätten Sie Interesse an einem Feedback, das ich Ihnen dann zuschicke? Dann haben die immer Ja gesagt. Dann haben sie gesagt: Ja, super, also geben Sie mir doch Ihre Visitenkarte, dann schicke ich Ihnen das zu. Ding! Und schon hatte ich deren E-Mail und Telefonnummer und konnte die kontaktieren. Also, Absolut. da kann man sich solche Dinge einfallen lassen. Das geht. Muss einfach den Mut haben, es auch zu tun. Ja, für die vielleicht der Bogen kurz zu spannen. Thomas hat ja auch schon in der großen Schweizer Zeitung 20 Minuten, hast du schon Rhetorik analysiert von Politikern. Ich finde das immer mega spannend, einfach auch dann vom Profi eine Rückmeldung zu erhalten. Ein proaktives Netzwerk einzubauen, muss man offen sein dafür, aber wenn man den Wert erkennt, was man da bekommt, ist es unglaublich wertvoll. Und man kommt dann eben in die Beziehung hinein, oder? Ja, absolut. Ja, und dann je nachdem geht man dann mit den Leuten auch mal zum Mittagessen. Das ist eh dieser persönliche Kontakt meines Erachtens das stärkste Mittel, um mit den Leuten dann diese Verbindung aufzubauen und auch zu pflegen. Ganz abgesehen davon, wenn man irgendwo Nettes hingeht, ist es ein netter Ort, ist das Essen gut, dann macht das eh auch, also es ist eine Freude, ja, dahin zu gehen. Es gibt auch Dann. Rednerverbände, die hier unterstützen, ja, wenn man da vielleicht das erste Mal hört, oder auch GSA-Anlässe und so weiter, wo man genau diese Einblicke haben kann. Was ist ein weiterer Punkt, der aus Geschichte von Harvey erzählt wurde? Ja, also es geht um dieses ehrliche Interesse. Also beispielsweise, dass man sich den Namen einprägt von der Person. Das war ja schon bei Dale Carnegie so, ja, in dem Buch, wie Man war das Freunde schon? gewinnt. Wie man Freunde gewinnt. Besser sprechen, besser kommunizieren. Ja, das mit Irgend dem Freunde sowas. gewinnen, das heißt so ähnlich. Der Titel ist noch ein bisschen länger, aber ja, es geht um das Buch. Und da hebt er eben auch hervor, wie wichtig es ist, den Namen der anderen Person zu kennen. Und wenn du das schaffst, wenn du dir die Gedächtnistechniken aneignest,
zum Beispiel diejenigen, die Gregor Staub empfiehlt in seinem Buch Mega Memory, ja, dann hilft das enorm zu zeigen, dass du echt interessiert bist an der anderen Person. Ist ja dann auch so. Weil du interessierst dich ja mal primär für den Namen. Ja, und ich habe mir angewöhnt, auch wenn ich ungewöhnliche Namen höre, die Person entweder zu bitten, mir ihre Visitenkarte zu geben oder den Namen zu buchstabieren. Weil es gibt einfach Namen, die habe ich noch nie gehört. Ja, und jetzt in einer globalisierten Welt passiert mir das immer öfter. Das ist so, oh, ja, okay, ja, wie bitte? Und ich habe gerade gestern einen Beitrag gehört zu Kamala Harris. Und die haben dann auch so einen Ausschnitt gebracht, in dem die Journalistin Kamala Harris fragt, ja, und wie spricht man ihren Namen richtig aus? Und dann hat sie uns auch eine Eselsbrücke mitgegeben. Ja, und schon bist du dabei. Also das zeigt ein echtes Interesse. Oder dann der eine hat eben sich die Namen von den Kindern des Gegenübers gemerkt. Und dann ist auch so, ah ja, also wie geht's deiner Tochter Elisabeth? Ja, der kann sich erinnern, dass ich von Elisabeth gesprochen habe. Ja, cool, der interessiert sich wirklich für mich. Ja, Es sonst ist würde man sagen, unglaublich. ja, was will ich mit dem, oder? Also, Ja. Es gibt einfach auch Menschen, die haben so eine Gabe. Meine Frau weiß nach 30 Jahren noch, wie der zum Vorname heißt. Ich bin manchmal echt froh, ist sie dabei. Jeder hat so seine Fähigkeiten. Ja, im Zweierteam bist du also klar im Vorteil. Also wenn du an eine Cocktailparty gehst, gehst du dann immer im Fahrwasser der Frau, weil sie kann dann sagen, Hallo Hans! Und du auch, Hallo Hans! Du hattest keine Ahnung mehr, wie der hieß, aber so geht Weißt das. du, sie flüstert mir den Namen dann rein. Das ist noch Ah, eleganter. Ja, dritter Punkt ist, was hat die Situation von Harvey noch, was hat er noch für andere Themen, wo er, Tipps. ja, Tipps, Ja, also er spricht dann davon, Geschichten? wie er auch schon Hilfe angeboten hat oder dass man eben kontinuierlich lernen soll oder auch andere Leute, anderen als Mentor zur Verfügung stehen soll. Und das hat er alles schon gemacht und Okay. insofern ja, sind das gute Anknüpfungspunkte, um auch wieder mit Leuten das Vertrauen aufzubauen, die Verbindung zu pflegen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel Zeit hat der Mann? Ja, also ich meine, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ja. Also der macht offensichtlich vieles richtig und da muss ich noch an mir arbeiten. Ja, aber hat er noch einen Punkt, oder? Wenn du sagst, wie viel Zeit hat der Mensch? Ich meine, der schläft wahrscheinlich nicht, weil der letzte Punkt, der hier noch kommt, ist das Die Macht der kontinuierliche. Kommunikation, ja, Nee, dass das du versuchst, kontinuierliche klar und präzise Lernen. zu sein. Willst du Ich darauf meine, ansprechen? das kontinuierliche Lernen. Ja, habe ich Das erwähnt, also kontinuierlich dazulernen, klar, ja. haben wir noch im Vorgespräch zu dieser Podcast-Episode gemacht oder davon erzählt, dass ich jetzt ein Kitesurfer bin. Also da lerne ich auch was Neues dazu. Unglaublich. Hammer, Hammer. Aber Aber ich will jetzt nicht hier vorschwärmen davon, aber ich kann es trotzdem empfehlen. ja, lass uns den Bogen schließen. Du hast gesagt, die Kommunikation, die Macht der Kommunikation, das war ein Thema, das jetzt kommt. Und hier hat er auch noch Tipps. Das ist sehr umfassend, der Podcast hier oder das Video Zoom. Und was hat er hier noch für Tipps für effektive, gute Kommunikation beim Netzwerk? Ja, er sagt, komm schnell auf den Punkt, sei präzise und klar. Es gibt aber auch unterschiedliche Präferenzen in unterschiedlichen Kulturen. Ja, und da gibt es ganze Genau, das weißt Bücher, du die ja. davon berichten, wie man in der einen oder anderen Kultur eben vorgehen soll. Und da bin ich der Meinung, dass sein Aspekt hier, dass man sofort auf den Punkt kommen soll, eher amerikanisch-deutsch geprägt ist. Ja, Deutsche haben auch die Tendenz, sofort auf den Punkt zu kommen, dass sie können dir fadengerade sagen, du, also du könntest mal wieder rasieren, Bruno. Wäre eine Möglichkeit. Ohne Ausschweife, oder? Ja, und einer, der jetzt ein bisschen das in Watte packen würde, würde vielleicht sagen, hey Bruno, also es ist immer wieder schön, dich zu sehen und wie du mit Energie hier diese Moderation leitest und alles. Und das sieht alles super aus. Allerdings vielleicht ein Verbesserungspotenzial, darf ich dir was eine Empfehlung aussprechen? Dann würdest du Ja, wahrscheinlich ja sagen. ja, 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 ja. Ja, Was denn? Was also ich denn? finde, es sähe noch mehr respektvoller dem Publikum gegenüber aus, aber das ist auch nur meine Meinung, das werden es nicht alle teilen. Aber wenn du eine schöne Rasur hättest. Ja, das bin ich doch. Ein Dreitagesbart, das Okay, ist aber du weißt, lockend wo ich für hin die will, ja? Frauen. Es kommt dann Nee. drauf an, okay? Aber es ist Es kommt auch genauso aufs Gegenüber drauf an. klar auf den Punkt gebracht. Ich mag das auch, kurz so ein Geplänke und dann geht es ums Thema.
Aber das ist, glaube ich, manchmal auch personenabhängig und kulturabhängig, hast du ja gerade gesagt. Genau. Super. Absolut. Nächster Punkt ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich mag das sehr, was jetzt kommt. Ja, das ist schön, dass du das gut machst. Es geht nämlich ums aktive Zuhören. Also du versuchst dem anderen wirklich zuzuhören und nicht an deine Antwort zu denken, Genau, das will sondern ich. versuch zu hören, was der sagt. Ja, Und also für dann, mich, die ja. Technik ist, dass du dann in deinen eigenen Worten wiederholst, was der gesagt hat. Genau. So unter dem Motto, habe ich richtig verstanden, du sagst so und so. Oder du meinst das oder jenes. Oder wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du Zweifel in diesem Bereich. Und dann kann das Gegenüber eben dann korrigieren, also entweder bejahen oder korrigierend eingreifen. Und sagen, ja, einerseits, aber da. Und dann wird die Kommunikation klarer und präziser. Also für mich ein großes Vorbild zu diesem Thema und vielleicht eure Experte-Status jetzt eingeklinkt. Harry Holzhey ist für mich der aktive Zuhörmensch. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber ich habe von ihm unfassbar viel gelernt über dieses Thema. Und ich finde das so, so wertvoll, auch um Vertrauensbau aufzubauen, Vertrauen aufzubauen generell. Genau. Und dieses aktive Zuhören wurde noch ein bisschen erweitert mit dem empathischen Zuhören. Da hast du noch ein Element mehr, wo es um die Gefühle geht. Also wer sich dafür jetzt interessiert, kann sicher oder findet tonnenweise Material bei aktivem Zuhören, aber darüber hinaus auch noch beim empathischen Zuhören. Ja, und es kommt gleich noch ein Thema, apropos empathisch. Der nächste Punkt Ah ist. ja, genau, das ist die emotionale Intelligenz. Ja, danke, Bruno. Stimmt, aber es kam automatisch. Ja, also dass man da eben auch mal versucht, noch mehr auch zu spüren. Ich meine, Brunnen, da bist du ja der Experte. Ja, genau. Sehr schön. Schön, dass du es bemerkt. Nee, ich finde, wir ergänzen uns ja hier optimal, aber die emotionale Intelligenz, das ist so wichtig, dass man auch spürt, wann ist der richtige Zeitpunkt. Über das Herzchakra sage ich jetzt. Und darüber fühlen wir einfach sehr viel. Und er erwähnt das auch. Das heißt, diese Informationen hier, und du hast das vorhin toll gesagt, Thomas, du hast Bücher gekauft, die schon 30 Jahre alt sind. Und das hat heute noch Gültigkeit, oder? Wir machen heute einen Podcast über Themen, die vor 30, 50 Jahren genauso aktuell sind. Und da geht es halt um den Mensch. Manche Fähigkeiten sind zeitlos. Genau. Ja, kommen wir zum nächsten. Da geht es noch um zwei Themen, die wir hier ergänzen können. Was haben wir noch? Ja, er sagt, Feedback geben und einholen sind wichtige Aspekte, um auch hier das Netzwerk zu pflegen, also auch zu fragen, hey, ist das etwas, was dich interessiert? Oder ist dir das zu wenig oder zu viel? Es gibt diese große Diskussion auch im E-Mail-Marketing. Ja, wie oft soll ich meine E-Mail-Liste anschreiben? Und da gibt es solche, die sagen, ja, das reicht alle 2 Monate. Und dann andere sagen, nee, nee, jeden Tag. Ja, da wird eine Serie rausgelassen. Bum, 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 bum. Und dann nach E-Mail Nummer 7 oder 8 muss der kaufen. Also meine Erfahrung ist, dass von meiner E-Mail-Liste sich dann ganz viele abmelden würden. Also so die Frequenz, die ich jetzt gewählt habe, ist so alle Woche oder dann einmal im Monat. Ja, Und bei genau. den sozialen Medien ist ja dieselbe Frage. Ja. Da muss man eben versuchen, die Daten zu analysieren und zu sehen, na, was bringt jetzt in meiner Bubble, wenn man so will, oder in meinem Umfeld die besten Resultate. Ja, genau. Also Feedback einholen, Feedback geben. Es muss, denke ich, konstruktiv sein, um hier zu helfen, zu verbessern, um auch Missverständnisse zu klären. Und ich glaube, das ist auch seine Empfehlung hier. Und der letzte Punkt. Da geht es um konsistente Kommunikation über alle Kanäle. Also versuche überall das Gleiche zu kommunizieren und nicht hier der Bauchladen zu sein. Das haben wir auch schon in anderen Episoden empfohlen erhalten. Also versuche dich ja, mit einer klaren Botschaft zu positionieren. Das gibt dir dann auch entsprechend den Ruf, dass du für ein bestimmtes Thema der Experte bist und dass du auch dich über neue Entwicklungen auf dem Laufenden hältst. Cool. Ja, das führt uns schon zum Schluss, nämlich die bekannte Schlussfrage, die immer wieder gestellt wird, auch bei ihm. Und was hat er? Wie lautet seine Schlussfrage? Was kannst du, liebe Bruno, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, tun, um deine wichtigsten Geschäftsbeziehungen zu stärken? Was kannst du tun, Und um zwar heute.
Ja, wichtigste Geschäftsbeziehung zu stärken. Gute Frage. In diesem Sinne schließen wir diesen wundervollen Podcast. Danke für diesen wertvollen Podcast. Sehr viele Tipps hier. Und für mich, ich bin total geflasht, weil Harvey, je länger wir jetzt über ihn gesprochen haben, desto mehr habe ich gemerkt, wie viele Tipps hier drin sind. Und ich habe hier fleißig mitgeschrieben. Ich hoffe, du auch. Das ist das Ziel. Abonniere diesen Kanal und klicke auf die Glocke und buch das und erzähl das weiter. Und in diesem Sinne, Thomas, hast du schon Ausblick auf den nächsten Podcast? Ja, das wird dann schon Episode 218 sein und da werden wir von Mike Stickler hören. Da geht es um diese Frage, soll ich mein Buch im Selbstverlag veröffentlichen oder über einen Verlag, einen professionellen Verlag? Gute Frage, da hören wir wieder rein. Danke dir, Thomas. Ja, gerne. Auf Danke auch bald. dir, Bruno. Bye-bye. Das war der Podcast Top-Renner-Tipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas Skipwith.